Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir fahren zur ABF, das heißt ab in den Frühling. Genau, zur Messe in Hannover. Wir haben heute Mittwoch, den 29. Januar. Und ja, das ist so ein Video hinter den Kulissen von der ABF. Da wollen wir euch auch so zeigen, was da so los ist. Und natürlich wollen wir euch das ein oder andere Fahrzeug vorstellen. Das aber dann, wenn wir natürlich auf der Messe sind, denn wir müssen jetzt langsam los und ja, wir melden uns dann wieder von der Messe. Bis dahin. So, herzlich willkommen. Genau, wir sind jetzt angekommen auf dem Messegelände in Hannover. Falls ihr euch wundert, dass da BIC steht. Die BIC ist nämlich auch gerade aktuell. Also die nicht. Baumesse ist das. Genau, die fängt ja erst in 24 Minuten an. Und ja, wir sind jetzt, bereiten uns jetzt hier vor, warten eigentlich, also bereiten, vorbereiten kann man sie ja nicht, sondern wir warten jetzt. Sind bis ja, der Einlass ist, genau. Und dann genau, Halle 21 sind wir hier. Es gibt auch noch Tagestouristen, die jetzt erst die Tickets kaufen. Und dann gibt es den großen Ansturm. Ja, sind wir mal gespannt. Also wenn ich überlege, wir haben ja Videos von der CMT gesehen, da war jetzt schon, das ist richtig voll. Ja. Wobei wir heute in einer anderen Halle sind. Wir wissen nicht, wie es in der Haupthalle ist. Ja, wir sind gespannt, wie es wird. Und ja, wir präsentieren dann euch das alles so im, wie nennt sich das? Vorbeigehen. Hinter den Kulissen. Oder so, hinter den Kulissen. So war der Plan. Genau. Gut, dann melden wir uns dann, wenn die Messe begonnen ist. Bis später. So, wir sind jetzt hier auf der Messe ABF. Wir sind hier beim Summit Prime 640. Den werden wir euch jetzt vorstellen, also beziehungsweise bei Pössl natürlich. Stefan stellt euch den jetzt vor und das gibt es in einem besonderen Video. Also wartet da mal ab. Ja, und wir schauen dann später weiter. Ja, ganz schön voll schon, ging aber ganz schnell. Ja. Und wie gesagt, jetzt gucken wir uns mal den Wagen an und ja, sind wir mal gespannt, was das wird. Genau. So, wir sind jetzt, wie gesagt, noch im Pössl Summit Prime 640. Ja. Ich habe es mir bequem gemacht. Aha, auch eine Dose drin. Ja, und wir werden jetzt das nächste Fahrzeug uns suchen und uns natürlich anschauen. So, wir sind jetzt doch endlich von Pössl weggekommen. Hatten noch ein nettes Gespräch mit Camper Markus. Das müssen wir jetzt erstmal gleich mal uns notieren, wer das genau ist. Soll mit Camper Tobi zusammenhängen, also interessiert uns das mehr. Ja, wir stehen jetzt hier gerade vor einem Wohnwagen. Das hat aber zu uns nichts zu sagen, weil wir einfach mal einen Platz suchen, wo hinter uns theoretisch keiner laufen kann. Wir wollen jetzt zu Hümer, schauen uns das nächste an und ja, mal sehen, was Hümer da so zu bieten hat. So, Halle 21 haben wir erledigt. Ja, also zumindest das, ja, was wir machen wollten. Also wir sind zu Hümer gegangen und wir sind auch zu Pössl gegangen. Bei Hümer hatten wir aber nicht das Fahrzeug leider da, was wir uns vorgestellt haben. Ja, dementsprechend zeigen wir das nicht. Ja, jetzt gehen wir von Halle 21. Moment. In Halle 24, das ist gleich nebenan, und schauen mal, was es da so gibt. Genau. So, wir sind weiterhin unterwegs hier auf der ABF 2020 in Hannover und sind jetzt bei Campers Live gelandet und da werden wir uns jetzt noch ein bisschen informieren und dann gibt es ein hoffentlich auch schönes Video und das gibt es aber auch, ja, das verlinken wir euch hier oben oder unten. Seid gespannt und jetzt informieren wir uns erstmal, was dieses Campers Live ist, denn wir lesen neu im Web. Also muss was Neues sein und Neues interessiert uns. So, das war die Internetseite camperslive.net und wie gesagt, geht auf die Seite drauf. Also ich glaube ab Mitte März war das, ist ja völlig online, ist das erste Mal, präsentieren sich zum ersten Mal heute hier. Ja, und wir haben sie interviewt, Video habt ihr bestimmt schon gesehen. Ja, und wir suchen jetzt Malibu. Wir wissen nicht, wo Malibu ist, also okay, in Kalifornien, aber wir suchen Malibu hier auf der Messe. Mal gucken, ob wir es finden. So, unsere Tour geht weiter. Wir sind jetzt bei Weinsberg und schauen uns hier ein 6 Meter Fahrzeug an, also fast 6 Meter, 599. Ja, wie genau das dann alles aussieht, das verlinken wir euch oben im Video. Und ja, jetzt ist Stefan wieder dran, weil der muss das Ding vorstellen. Genau, so, das war der Weinsberg, den hat Stefan euch vorgestellt. Das Video verlinken wir euch hier oben. Jetzt geht's weiter. Ich glaube, wir wollen jetzt zu Hobby. Schauen uns da mal um und ja, sind wir mal gespannt, was es da so Neues gibt oder was allgemein da überhaupt gibt.
So, wir sind in Weinsberg, haben wir abgefilmt, sind jetzt von Halle 21 in Halle 22 und ihr seht es tatsächlich, ich werde geblendet, die Sonne scheint, es ist ein bisschen windig, aber Hauptsache die Sonne ist da. So, wir gehen jetzt in Halle 22, suchen nach Zubehör und sind gespannt, ob wir es dort finden werden. So, wir sind jetzt hier im Malibu, irgendetwas Malibu, keine Ahnung, dafür ist der Stefan da. Und ja, das war's für den Rundblick oder Rundgang hinter den Kulissen am Mittwoch, den 29. Wir kommen am Samstag nochmal wieder, dann geht's hier weiter und ja, freut euch dann. Also ihr müsst einfach nur so eine Uhr abwarten oder so einen Kalender, keine Ahnung, wie ich es mache. Und dann sehen wir uns am, jetzt muss ich rechnen, am 1. Februar wieder. Hallo. Genau, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es heute Samstag, den 1. Februar. Wir sind wieder auf der ABF. Diesmal stehen wir vor dem richtigen Schild und nicht so wie beim letzten Mal bei der WIC. Und wie ihr seht, extra für euch, waren wir beim Friseur. Die Frisur hat er mir trotzdem wieder so gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt wieder im Bett liege, ist die Frisur wieder platt. Beziehungsweise hindert dich. Genau. Ja, wir haben heute einiges vor, wollen noch das ein oder andere Fahrzeug vorstellen. Und man merkt, es ist Samstag, es ist eindeutig voller als sonst. Ja. Aber das soll uns nicht stören. Wir haben unseren Plan gemacht, wir wissen, wie es aussehen soll. Und ja, wir melden uns dann wieder, wenn die Messe beginnt. Jetzt haben wir ungefähr noch, ich habe ja meine Uhr nicht an, das ist wieder dumm von mir. Wir haben jetzt ungefähr noch eine Dreiviertelstunde Zeit, uns hier Platz zu stehen. Ja, und dann warten wir mal ab, was der Tag so bringt. Bis später. So, wir sind durch. Haben gerade zwei Malibus gemacht, einmal den Charming und einmal den normalen DB. Hatten doch relativ Ruhe, also ging schon. Ja, aber wir mussten rennen. Also wirklich, es ist halt ein Messetag, es ist Samstag. Die Leute haben Zeit, die gucken sich an und es ist richtig, richtig voll. Also wir haben ja im Vergleich zum Mittwoch. Da war alles relativ noch entspannter. Ja, es ist halt jetzt voller, ne? Ist richtig voll. Ja, wie gesagt, wir haben uns jetzt zwei Malibus angeschaut, weil überlegen ja, vielleicht könnte das ein Van sein, auch den wir gut finden, ne? Genau, ja. Also und von der Verarbeitung her wirklich sehr schön. Ja, und jetzt gucken wir mal, ob wir noch das nächste Fahrzeug schaffen oder nicht. Das werdet ihr aber dann sehen, entweder in einem der Videos, die wir hier irgendwo verlinkt haben, oder halt guckt auf unseren YouTube-Kanal und dann werdet ihr das sehen. So, jetzt haben wir noch einen Forster schnell mitgenommen. Ja. Also an sich ein relativ schönes Fahrzeug, ein bisschen von den Materialien. Weiß ich nicht, ob es mir das gefallen würde. Das ist Geschmackssache, aber ich glaube vom Innendesign, glaube ich, kriegst du auch andere Varianten. Ja, wie gesagt, auch das braune Leder ist jetzt nicht meins, aber wie gesagt, Geschmackssache. Ja, wir sind gerade hier, da wo der Punkt ist. Und wir wollen nämlich jetzt hier in die 21 wieder, waren da drin. Und jetzt wollen wir in die 21 gucken, ob wir noch ein Video hinbekommen. Wenn nicht, ist es für uns nicht schlimm, weil es ist einfach uns mal auf die Messe und wir schauen uns das ja auch nicht nur für euch an, sondern tatsächlich auch für uns. Das genau. Nur so nebenbei, weil in einem Jahr ist die Entscheidung für uns fällig. Bulli, was machen wir weiter? Bleibt der Bulli, also der Bulli wird es nicht werden, definitiv, aber wird es ein anderer Bulli, wird es ein Marco Polo, wird es ein Kastenwagen? Wir wissen es noch nicht, deshalb sind wir natürlich hier. Wer nächstes Jahr auch wieder zur ABF kommt, das sagen wir schon mal. Ne? Weil wenn ihr das Video seht, ist die ABF schon vorbei. Aber wir kommen auf jeden Fall nächstes Jahr hier wieder her, weil es sind tolle Messestände, immer viel los, verschiedene Sachen. Weil du hast kulinarische Reise, du hast die Big, Big brauchen wir jetzt gerade nicht, obwohl wir eigentlich Immobilien über uns überlegen. Reise, Urlaub, Fahrrad, Auto, hat die ABF alles zu bieten. Also kommt nächstes Jahr auf jeden Fall wieder hierher zur Ab in der Fuhling, die Messe für aktive Freizeit. Und ja, wir schauen nochmal weiter rum und verabschieden tun wir uns später. So, wir sind wieder bei Weinsberg oder sind gerade von Weinsberg wieder weggekommen. Und ja, was soll man sagen, in unserer Familie bzw. bei deinen Eltern, naja, muss man so machen, weil das sieht man sonst nicht, meinen Schwiegereltern, ja, kommt bald ein Pepper. Ja, da wird's peppig. Genau, also Messekauf, gute Rabatte bekommen, wir sind gespannt. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir werden ihn euch auch vorstellen, aber da müsst ihr leider warten, weil der kommt. So Anfang April, so circa wahrscheinlich. Zu Ostern soll der schon da sein, ja. Also keine anderthalb Monate, also heavy. Und dann werden wir euch den Weinsberg Edition Pepper, das ist dann ein Wohnmobil, den werden wir euch dann auch vorstellen. Teilintegrierter. Genau, also das ist schön schön. Wir hätten euch gerne noch einiges vorstellen, Orange Camp oder auch, wie nennt sich das, den Kabe. Ja, als Mercedes-Basis, also genau, Van eine neue von Kabe.
von 2020. Das ist aber sehr, sehr voll und das werden wir jetzt leider so nicht schaffen. Wir gucken aber, weil wir haben geguckt, wo der Händler ist, dass wir vielleicht einfach mal zum Händler fahren und uns da vielleicht das mal anschauen, wie der so ist. Ja. Auch für uns interessiert es auch, also auch wenn er ein bisschen teurer ist, der Wagen, aber ja, vielleicht kommt er ja doch in Frage. Also von daher sollte man nicht ausschlagen. Genau, Hobby und sich anschauen. Habe ich jetzt auch nochmal geguckt. Da habe ich mich jetzt längs reingelegt, obwohl es ein Querbett wäre, weil das war ja auch ein 640er. Ja, in beim 6 Meter, wobei da werden die auch so sein, dass die Längsbetten passen. Also ja. Das ist schon sehr angenehm dort, ne? Da hast du gut Platz. Guti, dann war es das jetzt erstmal und wir melden uns, ja, ich denke mal, so einen kleinen Fazit von der Messe, weil so wirklich zeigen tun wir euch jetzt hier nichts mehr. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal zu, obwohl vielleicht zeigen wir noch was. Ich sag noch nicht Tschüss. Wir schauen mal. Vielleicht kommt noch was. So, genau, das ist das richtige Wort. Es ist voll. Das ist heute so voll, aber es ist halt Samstag, der 1. Februar. Wir haben jetzt auch noch sehr viele Sachen geholt, also wir nicht, sondern Schwiegereltern. Und ja, ein bisschen Geld ausgegeben, ne? Genau, einmal Wolfgang habe ich euch gezeigt, dann haben sie noch was für die Bettaufstütze. Genau, da kann man, das zeigen wir euch dann nochmal, wenn es eingebaut ist, würde ich sagen. Genau, ne? Also da kommen dann noch Nachvideos. Ja, für uns war es das jetzt. Das war die ABF 2020. Wir kommen nächstes Jahr wieder und wir empfehlen euch das auf jeden Fall auch, wenn ihr hier aus der Region Hannover seid, dann kommt unbedingt mal zu dieser Messe. Also CMT kennen viele, den Caravan-Salon in Düsseldorf und auch in Bern kennen viele. Aber ich würde euch empfehlen, kommt hier auch unbedingt mal zur ABF. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Genau, und abonniert unseren Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon ganz, ganz schnell wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Kreuzfahrt-Bulli. Bis dann, ciao. Bis dahin.